Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen zurück im BerlinCon-Studio 2022. Ich bin der liebe Piet. Rechts neben mir sitzt ein alter Bekannter, der liebe Frank. Ich freue mich auch, dass er da ist. Und Frank hat uns auch was Schönes mitgebracht. Das habe ich nämlich auch schon gesehen. Und ich hatte dich schon mal gefragt. Und ich bin froh, dass ich diesen Slot habe. Dann kriege ich das nämlich ausführlich erklärt. Und ihr auch, denn ihr seht, wir haben Catan. Dawn of Humankind steht hier noch drauf. Aufbruch der Menschheit. Eine neue Catan-Variante, die ich gar nicht so, also so Catan-mäßig finde, weil ihr seht schon, das normale Catan-Brett ist es nämlich nicht. Es ist eher so eine Weltkugel, die wir kennen, auf der wir leben auch. Genau. Ja. Und wir sehen jede Menge Kleinteile und jetzt gebe ich dir mal das Wort, weil... Ja. Catan, Aufbruch der Menschheit, ist ein Standalone-Catan-Spiel aus dem Catan-Universum und man... Stoppt mal zur Seite. Ja, hier drüben, in Afrika starten wir mit unseren Zivilisationen. Das ist ein variabler Spielaufbau, den man da machen kann. Also die Zahlenchips sind variabel, die man da stellt. Und nach den Standard-Catan-Regeln baut man halt Siedlungen und diese zusätzlichen Entdecker. Ja, es gibt keine Straßen zu dieser Zeit. Ja. Und ja, dann. So ein Entdecker läuft einfach, wo er langlaufen kann. Ja, ja. Und dann startet das Spiel und reihum, wie immer, wird gewürfelt. Man bekommt die Erträge und kann dann seine verschiedenen Aktionen machen. Die erste Aktion ist natürlich Entdecker bewegen. Man bewegt dann seine Entdecker über die Felder, bis zu 3 Felder weit von Afrika weg und versucht halt den Rest der Welt zu besiedeln. Wenn man das so in Relation sieht, sind die ja sehr schnell. Die sind da ja sehr schnell unterwegs, ja. Die alles Spielzeit klar. Sollte aber irgendwo zwischen 60 und 90 Minuten sein. Also wir konnten es nicht live machen. Ja, ja, klar. Von daher gesehen, es hätte ein bisschen länger gedauert. Und so bewegt man sich halt über den Spielplan und kann dann an neuen Orten dann auch Siedlungen bauen. Mhm. Wenn man das bei den entsprechenden Früchten oder Gemüsesorten macht, kann man darüber auch die Siegpunkte bekommen. Das eigentliche Lager ist also keine Siegpunkte wert, sondern nur der neue Ort, wo ich mich niederlasse, da bekomme ich dann die Siegpunkte. Alles klar. Und natürlich auch, wenn ich da das Lager gebaut habe, dann für die Zukunft die Erträge da, die da sind. Der Entdecker wandelt sich dann in ein Lager um und ich kann natürlich den... Transformers? Ja. Und ich kann natürlich dann diese Entdecker auch wieder neu bauen, die ich dann an dem neuen Lager dann halt platziere und so dann immer weiter die Welt erkunden. Siehst aber schon, es sind 4 verschiedene Ressourcen, die ich da einsammeln kann. Mhm. Dafür gibt es dann hier drüben für den schnellsten Sammler gibt es hier dann nochmal Siegpunkte, die man ergattern kann. Also wenn man als erstes auf allen 4 der Kontinente ist, Europa, Asien, Australien und Nord- und Südamerika, dann bekommt man dafür 2 Siegpunkte. Ja. Und wer das, alle anderen, die das auch schaffen, bekommen auch nochmal 1 Siegpunkt. Alles klar. Hier ist irgendwie so ein Speer, das ist noch was anderes. Das ist, dann hat dann hier oben gleich was mit der Jagd zu tun. Okay. Man sieht hier oben auch noch Boards liegen. Ja. Auf diesen Boards habe ich in 4 Bereichen die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Das ist einmal die Reichweite von meinem Entdecker, wie weit ich mit dem gehen kann. Und ein Jagdboard, wo ich gegen die Neandertaler kämpfen kann oder gegen den Säbelzahntiger, fungiert im Prinzip wie ein Räuber. Das heißt, er kommt über die 7 ins Spiel, blockiert natürlich Felder und über diese Jagdleiste kann ich ihn dann von diesen Feldern vertreiben und auf andere Felder ziehen. Das ist unser Gebiet, geh weg. Ja. Verstehe. Genau. Das ist also, wir können dann also so Fähigkeiten noch ausbauen. Genau. In dem Fall. Und auf wenn dem, wir das auf dem, schaffen, auf dem zweiten noch einen Bonus anscheinend. Am Ende winkt auch noch ein Bonus. Auf den zweiten beiden Boards geht es um Konstruktionen und um Kleidung. Und die sind auch notwendig, um bestimmte Bereiche vom Spielplan überhaupt freizuspielen. Ja. Ich kann zum Beispiel ohne Konstruktion auf der Stufe 3, die Bootsfahrt, kann ich gar nicht diesen Seeweg nach Australien gehen. Deswegen ist dieser hier quasi als Blockade eingebaut. Mhm. Bei den Tieren, die ich jagen kann. Und dasselbe haben wir für Kleidung. Ich kann nicht über die Beringstraße nach Alaska, wenn ich keine warme Kleidung habe. Ach so, also es ist entweder oder. Okay, verstehe. Ja, genau. Ich kann dann über beide Wege, kann ich dann die anderen Kontinente, die am Anfang nicht zur Verfügung stehen, kann ich dann auch noch erschließen. Genau. Und über die Jagd generell, über den Spielplan obenrum, kann ich auch noch legendäre Tiere erbeuten. Legendäre Tiere? Ja, hier also so ein Fellnashorn hat man nun mal jetzt nicht jeder zu Hause oder ein Mammut. Oder hier ich habe gerade einen Fisch gefunden. Ja, oder ein Riesenfaultier, da sind halt auch extra illustratorisch die Wolken drunter, wo dann halt dieses wie so ein legendäre... Ja. Ja. Schön. Die kann man dann auch noch jagen und darüber auch nochmal Punkte machen. Und dann kommt wieder dein Speer. Ja, wer als erstes 2 Tiere gejagt hat, bekommt den Speer. Und danach ist es ein Wanderpokal, der die meisten Tiere hat. Ein Wanderpokal. Kriegt dann diesen einen zusätzlichen Punkt. Wie grausam unsere alte Zeit war. Ja. Und hier sind wahrscheinlich die Ressourcenkarten. Das sind die Ressourcenkarten, die man dann ganz im Spiel braucht. Es sind halt angepasst halt Fell, Fleisch, Feuerstein und Knochen. Mhm.
mit dem hat man halt früher so ziemlich alles auf die Reihe gekriegt. Heute brauchen wir ein bisschen mehr dafür. Ja, aber wir sind verwöhnter geworden, können wir sagen. Haha. Ja, aber ist auch eine schöne Variante. Auch mit dem variablen Aufbau hier. Ich sehe, also hier ist er eher fest, ne? Bei den genau, Zahlen. Auf der anderen Seite ist er der fest. Da kann man sich dann schon mal arrangieren. Aber so kann man die Welt erkunden. Ja, Dawn of Humankind heißt es ja auch. Damit habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, was euch wann erwartet. Wann soll das? Herbstneuheit. Herbstneuheit. In Essen. In Essen, diesen Herbst. Genau. Könnt ihr euch also auch zu Weihnachten dann hoffentlich ergattern. Ja. Und eine schöne Variante, wie ich finde, weil das hat so einen Zivilisationstouch, ja, den ein oder andere sucht. Nicht zu kompliziert, ja, weil es ja strukturiert ist da oben mit den Ausbauten, die wir so erforschen können. Und so ein kleines Rennspiel über entweder Kontinente oder andere Gepflogenheiten, die wir dann uns aneignen können. Frank? Genau. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Genau. Ihr seht, zum Teil ist es noch Handmustermaterial. Also auch die Farben werden sich noch ein bisschen ändern in der deutschen Version und sind halt dem Standard-Katan in den Farben angepasst. Also ja. Und, ja, die Boards oben, man sieht es, die sind noch in Englisch. Ja, die werden noch jetzt auch schon gesehen, die sind noch in Englisch. Das ist genau. Also alles noch Prototyp, auch die Box, die ihr hier seht. Da wird alles noch ein bisschen dran gefeilt, sodass die finale Version noch ein bisschen schöner ist, ein bisschen mehr shiny, damit ihr das auf jeden Fall noch habt. Aber ich finde die halt auch schon, ich finde es immer wieder überraschend, wie gut Prototypen heutzutage sind, dass man da auf jeden Fall schon mal einen schönen Blick werfen kann. Ja. Frank, ich danke euch. Ich gratuliere auch nochmal ganz herzlich zum Spiel des Jahres. Vielen Dank. Ja, Cascadia Spiel des Jahres geworden, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Auch ein sehr schönes Spiel. Und wir freuen uns auf Oktober, Herbst und dann versuchen wir die Welt zu erkunden. In dem Sinne sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Wir haben noch mehr Videos auf dem Kanal, denn das BerlinCon Studio 2022 ist ja zwei ganze Tage. Wir haben sehr viel Verlage hier und sehr nette Menschen wie den Frank, der hier rechts neben mir sitzt. Ich sage danke. Gerne. Mache ich mir die auch immer wieder gerne. Ja, kann ich auch bestätigen. Ja. Da bin ich auch immer gerne dabei. Und euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.